Ihr habt doch jetzt nicht geglaubt, dass ich mit YouTube aufhöre, oder? Aber tatsächlich ist was am Titel dran, denn schweren Herzens muss ich mich leider von diesem Kanal trennen, den ich monatelang jetzt aufgebaut habe. Aber bevor ich jetzt ausführlich erkläre, wieso das so ist, ist in der Videobeschreibung ganz oben mein neuer Kanal verlinkt oder in den Kommentaren. Dort geht es nämlich ohne Pause täglich mit neuen Minecraft-Videos weiter. Und Pro-Tipp an der Stelle, es ist sogar schon eins online, wenn ihr rübergeht. Bedeutet, ihr könnt die allerersten auf einem frischen neuen Kanal sein, um zu sagen, ich war von Anfang an dabei. Also wäre das jetzt vorab geklärt, kommen wir nun zur Erklärung, wieso ich diesen Kanal hier stilllegen möchte. Dieser Kanal wurde im August 2023 gegründet und ich habe überwiegend Minecraft-Shorts hochgeladen, was super geklappt hat und ich war sehr, sehr stolz auf diesen Kanal. Und ich konnte meine ersten Erfolge feiern. Und über Wochen hinweg sind natürlich auch sehr viele Aufrufe und Abonnenten dazu gekommen, aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Freunde, wirklich, wenn man mit so viel Feedback überschüttet wird, kann das in einem Dopaminwahn schon enden. Denn mein Ziel war eigentlich, Leute zu entertainen, sei es jetzt mit einem guten Storytelling, ein Lachen ins Gesicht zaubern und einfach eine geile, entspannte Community aufzubauen. Das war mein Ziel. Das habe ich in meinem Sinne mit so vielen tollen Leuten dank euch da draußen zu verdanken, dass ich sowas einfach schon erleben darf. Und ich bin da extrem stolz darauf, was wir zusammen alles aufgebaut haben. Wirklich Herz an euch. Ich feiere euch alle. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr Leute da draußen einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, die ich einfach erreichen möchte. Und da ist mir halt einfach eins aufgefallen. Über die ganze Zeit hinweg hat sich jetzt größtenteils meine Zielgruppe einfach abgespalten. Von den ganzen Shorts bis hin zu jetzt, was ich zum aktuellen Zeitpunkt mache. Und ich will logischerweise meinen Fokus auf meine neue Zielgruppe, also euch, legen. Um euch das Maximale bieten zu können, was ich eigentlich vorhabe. Darum bedanke ich mich einfach nochmal an der Stelle an den super, super Support, den ihr über die ganzen Monate hinweg mir gegeben habt, in den Livestreams dabei wart. Wir haben so viele tolle Momente auf diesem Kanal miteinander geteilt. Und deswegen würde es mich mehr als nur freuen, wenn ihr Ehren, Hühner und Hennen da draußen direkt Liebe auf dem neuen Kanal dalasst, um zu zeigen, wie groß und mächtig die DeChico Family eigentlich mittlerweile geworden ist. Jo, das war's eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob auf diesem Kanal irgendwann mal irgendwas kommt. Vielleicht Reaktionen oder so. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Aber eigentlich ist in dem Sinne der Kanal hier stillgelegt. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem anderen Kanal.